Dieser junge Kerl hat es bei der Yacht wirklich nicht leicht. Denn nach dem Ausprobieren von Mann-über-Bord-Systemen am lebenden Objekt muss sich Testredakteur Michael Rink schon wieder in die Fluten stürzen. Dieses Mal allerdings nur im Hafen von Can Pastilla auf Mallorca. Es gilt, die nicht eben niedrige Bordwand unserer modernen Fahrtenjacht zu erklimmen. Und zwar mittels solcher Notleitern. 5 Modelle zwischen 40 und 132 Euro wollen wir testen. Bewertet werden unter anderem das Auslösen, die Griffigkeit und der Aufstieg. Zunächst müssen die kleinen Helfer aber an der Reling befestigt werden. Idealerweise haben einige Schnellverschlüsse. Bei anderen, wie bei der Safety Ladder von Plastimo, muss der Draht erst durch die festen Schlaufen gezogen werden. Dafür hängt die Leiter dann auch dauerhaft an der Reling. Und das sollte sie auch. Das Auslösen durch den Tester klappt besonders bei der Safe Up von Lalisas sehr gut, denn die Schlaufe reicht weit herunter. Dass einem bei einigen Kandidaten erst einmal die Leiter auf den Kopf fällt, ist in der Notlage wohl zu verschmerzen. Leider gar nicht gut dagegen ist es, wenn die Stufen noch so zusammengebenzelt sind, wie bei beiden Modellen von Switec. Leider gab es bei diesen Leitern auch keinen Hinweis, wonach man sie vor dem ersten Einsatz hätte entknoten müssen. Und noch etwas fällt bei den Emergency Ladders von Switec auf. Die Stufen reichen nicht hoch genug hinauf, da die Gurtbänder mittels Karabiner erst nach dem Auslösen eingestellt werden könnten. Mangels Bedienungsanleitung muss man im Notfall dann wohl im Wasser bleiben, denn solche Akrobatik wird eher nicht von Erfolg gekrönt sein. Auch der Einstieg unter Wasser ist nicht bei allen problemlos. 3 Kandidaten hatten aber ein Gewicht in der untersten Stufe, wodurch die Sprosse leichter zu erreichen ist. Besonders 2 Leitern, die Kim Safety Ladder und die Lalisa Safe Up, punkteten beim Aufstieg. Die Gurtbänder griffig und die breiten, doppelten Stufen mit gutem Halt für die Füße. Andere wie die Help Ladder von Trem sind mit ihren runden Stufen zu rutschig. Außerdem klemmt man sich schnell mal die Finger zwischen Leiter und Bordwand. Das Fazit unseres Testers. Die Erfahrung, jetzt neben dem Boot im Wasser zu liegen, ist natürlich auch im Test schon nicht so schön. Die Bordwand erscheint auf einmal ziemlich hoch und steil. Und die Leitern waren tatsächlich relativ unterschiedlich. Aber auch bei den Modellen, die sehr gut funktioniert haben, muss man sagen, dass es immer noch sehr anstrengend ist, dass man das letzte Stück, da greift man dann immer in den Relingdraht. Das ist für die Hände auch echt unangenehm und man braucht auch relativ viel Kraft, um sich da aus dem Wasser zu ziehen. Vor allen Dingen, wenn man nass ist. Also bequem ist das alles nicht. Aber die Hauptsache ist ja, dass es im Notfall dann im Zweifel Leben rettet. Da kann man dann vielleicht über so Komfortmängel hinwegsehen. Die Frage ist natürlich, ob wirklich ältere Menschen, die nicht so sportlich sind, das tatsächlich schaffen können. Wie bei allen Systemen für den Notfall gilt, ausprobieren und trainieren. Dann bleibt man auch vor so manch böser Überraschung bewahrt. Übrigens, das PDF zum Test mit allen Daten und Fakten gibt es bei Yacht Online zum Herunterladen.